Hallo, Held! Da sind wir wieder und werden mitten in der Nacht schon angegriffen. Nein, wir haben gleich kein Dopamin mehr. Schnell rauf, 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 rauf. Die können ja nicht nach oben gucken, oder? Zum Glück können sie nicht nach oben springen. Und wieder blieb etwas Gesundheit auf der Strecke, glaube ich. So zumindest sah das aus, als ich mir die Sache mal angeguckt habe. Na, wenn ich da so ein bisschen durchspule, durch die Folgen, dann sieht man das so ein bisschen schneller. Dann kann man so mal eine Folge im Zeitraffer quasi verfolgen. Und da meine ich gesehen zu haben, dass jedes Mal, wenn wir uns verletzen, wird der grüne Kreis kleiner. Und der erholt sich auch nicht mehr, egal was wir machen. Oder jedes Mal, wenn wir Hysterie bekommen, ganz schlimm. Wir müssen noch irgendwo lernen, das hätten wir im Lager schon längst machen sollen mit den Lianen, die da sind. Wir hätten lernen sollen, wie man so Zweige greifen kann. Hier die Dicken, da springen wir ja automatisch dran. Und halten uns da fest. Aber es muss ja auch gehen, dass man sich so an kleineren Zweigen festhält irgendwie. Ja, dann reib dich hier ein, ist ja auch egal. Nee, kannst du nicht. Na, da oben sind zwei Stück. Jetzt sieht man die überall auf einmal. Da unten sind welche. Oder? Ah, nein. Da sind welche. Also wenn wir mal von einem Säbelzahntiger angegriffen werden wollen, hier ist doch die beste Stelle. Wir machen hier so ein kleines Lager, wenn wir demnächst mal hier wieder vorbeikommen. Dann haben wir da immer was. Oh!
Da, die Schlange schon wieder. Die haut doch ab. Warum haben wir den Stock jetzt mitgenommen? Ich dachte, den können wir vielleicht noch gebrauchen. Das haben wir schon so oft entdeckt hier. Aber ich sehe gerade, wir bekommen, wenn wir das jetzt neu entdecken, doch wieder Dopamin dafür. Ein Loch zum Stochern. So gerne würde ich das stochern, aber irgendwas Gefährliches wird da sein. Nein, den Stock doch nicht. Das andere. Moment, wir machen einen Spitzenstock daraus. Ich möchte da nicht so hoch, das nimmt uns so viel Energie. Wir haben doch nicht mehr so viel Energie. Stock. Oh.
Stochern. Nahrung kann aus Löchern herausgeholt werden. Nicht doch der Stock, die Schnecke da oben. Na, du guckst immer den Stock an. Lass doch deinen Stock mal in Ruhe. Nimm die Schnecke. Du würdest verhungern, oder? Nein, 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 nein. Mit dem Stein auf die Schnecke nicht. Ja. Naja, das müssen wir erstmal lernen, sowas. Ist das ein endloses Loch? Kann man da immer wieder seinen Stock reinstecken in das Loch? Nein, wohl nur einmal. Wo ist das andere Loch? Da. Aber manchmal kommt auch irgendwas Fieses daraus, oder? Wow! Skorpion! Den würde ich aber nicht essen. Neue Nahrung entdeckt, jetzt echt Skorpion? Inspizieren. Ja. Wow! Und schon wieder sind wir verletzt. Kea, der hat uns doch gar nicht getroffen. Was ist denn dein Stock? Ach, wieso machst du? Oh. Hat den Stock verloren. Und den Skorpion. Oh. No.
Ah, süße Früchte bringen auch Dopamin zurück. Das muss man ja auch erstmal wissen. Hinstellen. Da auf dem Baum sind die ganzen Dinger. Kapokfasern. Auf diesem hier ist nichts. Niete. Ja, wir erwischen immer den richtigen Baum. Von uns stammt die Menschheit scheinbar nicht ab, oder? Da oben, ja, ausgerechnet auf dem Baum, auf dem wir sind, ist nichts. Da vorne. Das ist doch nicht das Richtige. Wo ist denn unsere Kapokfaser? Nimm doch die Faser. Nimm das Ding doch. Du bist genau daneben. Jetzt nimm das Ding. Nimm doch. Oh, dann nimm das andere hier. So ungeschickt. Ist das gut, jetzt noch mehr Süßes zu essen? Nachher verdirbst du dir nur den Magen. Naja, okay, für später. Ob wir den Skorpion je wiederfinden? Also ich glaube, diese Säbelzahntiger, das war noch weitaus gefährlicher. Hier muss doch irgendwas sein. Hier sind doch so viele Bienen oder so. Was ist das? Obsidian und irgendwas wissen wir ja noch nicht, was wir damit machen können. Ah, hier sind wir schon. Oh nein. Oh.
hoch. Das ist gut, wenn jetzt, wenn das so gut geht. Aber den Säbelzahntiger, den sieht man auch kaum. So, auch wenn er näher kommt. Da oben müssten wir Blätter raufschaffen. Pilze. Ah, auf diesen umgestürzten Bäumen wachsen Pilze immer. Naja, oder öfter. Also viel gefährlicher, wollte ich gerade sagen, weil die, glaube ich, auch klettern konnten. Die. Habe ich das nicht gerade schon gesagt? Es kann sein, das ist gerade ziemlich stressig hier. Es geht's aber auch gar nicht gut jetzt. Ach, geschafft. Hier wollte ich hin. Oh Gott. Wir können das hier lernen, glaube ich. Geräuschwahrnehmung. Ist die Verbindung hergestellt, ist die automatische Erkennung aller bedrohlichen Individuen der gleichen Spezies möglich. Komm schon, das schaffen wir. Das sieht gut aus. Das klappt und... Jawohl! Geräuschwahrnehmung, automatische Erkennung aller bedrohlichen Individuen der gleichen Spezies ist möglich. Na dann, hoffe ich, dass wir eine ruhige Nacht haben werden.
Und ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, ihr macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.